Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich aus ein paar Holzresten mir eine Uhr baue. Viel Spaß beim Zusehen. So, erst schaue ich mal, was so alles in meiner Kiste drin ist und ihr könnt mir es glauben, das Teil ist verdammt schwer. Jetzt tue ich erstmal ein bisschen vorsortieren. Und da sind wirklich noch ein paar schöne Teile dabei, die man sehr gut gebrauchen kann. Ich möchte aus meinen Holzresten eine Uhr bauen und entscheide mich für ein paar Stücke 6x4er Kantholz, die ich auch gleich zusammenleime. Die geben dann den Korpus der Uhr. Ansonsten habe ich noch zwei Reststücke von meinen Konsolen und ein kleines Brettchen. So, nachdem ich mich entschieden habe, räume ich den Rest erstmal weg und dann kann es schon losgehen. Als erstes schneide ich mir den Sockel zurecht, auf den dann später die Uhr geschraubt wird. Danach bohre ich mir die Löcher für meine Aufhängung. Das mache ich diesmal mit einem Flachfräsbohrer von Bosch Blau. Die Teile reißen so brutal am Holz, also man kann das Werkstück nicht mit der Hand festhalten. Das möchte ich niemandem empfehlen. Zum Glück kann ich die sehr gut bei meiner Standbohrmaschine einspannen. So, jetzt kann ich endlich meine Uhr ausschneiden. Dazu nehme ich wieder meine 100mm Lochsäge von Wolfgang. Die hatte ich schon bei meinem letzten Projekt bewährt, als ich die Blumenvase gebaut habe. Dann wird das Ganze jetzt schön fein geschliffen, damit es gut aussieht. Hier schneide ich den Rückendeckel der Uhr ab. Das mache ich mit meiner Bandsäge. Das funktioniert für die am allerbesten. Sieht jetzt hier vielleicht ein klein bisschen gefährlich aus, aber in Wirklichkeit sind meine Daumen weit genug weg vom Bandsägeblatt. So, jetzt kann ich aufzeichnen, wo ich das Material wegnehmen muss, damit mein Uhrwerk schön reinpasst. Ich habe mich dazu entschieden, das Loch mit einem Fusterbohrer zu bohren. In meiner Standbohrmaschine kann ich den Tiefenstopp schön einstellen. So funktioniert das wirklich sehr gut und geht auch sehr schnell. Das Uhrwerk passt dann perfekt rein.
So, hier bin ich wieder am Schleifen. Ich habe mir vorgenommen, die Uhr so glatt zu machen, damit sie nach dem Lackieren glänzt wie eine Speckschwarte. Und das ist mir auch ganz gut gelungen, muss ich schon sagen. Hier sind alle Teile fertig, es werden sie dann lackiert und zusammengesteckt und zusammengeschraubt. So, nach dem Lackieren kommt nur noch die Batterie rein und der Rückendeckel wird aufgeschraubt und das war's dann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer AOK.